Und heute im Schnellgericht ein Kartoffelei mit Käsekern. Was das ist? Der Name ist mir auch vorhin erst eingefallen. Ich wusste nicht, wie man es beschreiben sollte. Auf jeden Fall schaut es am Schluss so aus. Riecht wie immer lecker. Schmeckt bestimmt auch lecker. Das probieren wir jetzt dann als nächstes. Wie es funktioniert, zeige ich euch. Und das ist wieder so ein schönes Gericht, wo man einfach vorbereiten kann und auch im kalten Zustand essen kann. Sprich, ich kann es mit auf irgendwelche Feiern nehmen. Schaut es euch einfach an, macht euch euer eigenes Ding. Käse könnt ihr variieren, Eier von euren glücklichen Hühnern, wo immer das ihr es herkriegt. Ganz eine leichte, ganz eine feine Geschichte. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir ja ein Kartoffelei mit Käsekernen. Ja, mir ist kein anderer Name eingefallen. Gesehen habe ich es im Internet, habe ich eine richtig coole Idee gefunden. Darum habe ich mir gedacht, das machen wir heute gleich mal. Ja. Mitgebracht da dafür natürlich die Eier, Butter, ein wenig an Frühlingslauch, weil halt die Zeit ist hier mal, ein wenig an Schnittlauch und so weiter, Kirschtomaten für Deko, ein wenig an Knoblauch, eine Zwiebel, der ist immer dabei, hier hinten am Bacon. Hier haben wir einen Käse, einen Camembert, also da einen kleinen, großen, kommt drauf an, wie viele Leute daheim sind und, und. Also nehmen wir sie, was sie Lust haben, einen Weichkäse. Und festkochende Kartoffeln, schön gewaschen und dünne Schale, somit spare ich mir das Schälen. Und hier haben wir noch ein wenig Creme Fraiche, dass wir unter unserer Eimasse quasi noch ein wenig Saft drunter kriegen. So, wir machen, ja, wie erklärt man das richtig? Im Endeffekt wird es eine Art gestocktes Ei und davor machen wir ein paar Bratkartoffeln. So müssen wir sich das einmal grob vorstellen. Immer noch schwer, wenn ich so erzähle, ne? Aber ich habe es wirklich klasse gefunden. Also, Fakt ist, wir machen Kartoffelwürfel, braten die roh in der Pfanne an. Die Jahreszeit ist natürlich günstig. Wir haben dünne Schalen bei den Kartoffeln. Somit müssen wir nichts schälen, schmeckt gut. Ja, bei den Amis hätte man Country Style dazu gesagt. Hätte wieder gepasst. Dann holt sich das schon wieder ganz anders. Da jetzt Kartoffeln mit Schalen. Machen wir Country Style. Passt die Brillen. So. Würde für mich reichen, zwei Personen. Naja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal schauen. Die Pfanne ist an. Die ist bloß sehr dick. Deswegen braucht es ein bisschen mit dem Braten, Salz und Pfeffern. Und dann bereiten wir wieder unser Zwiebel-Knoblauch vor. Wir nehmen nämlich unsere Bratkartoffeln schön braun sind. Dann ist auch unser Speck braun. Den habe ich nämlich jetzt gerade vergessen. Den wollte ich eigentlich zuerst in die Pfanne werfen. Aber die Kartoffel braucht mindestens genauso lang. Von dem her ist es wurscht. Machen wir jetzt einfach ein bisschen kleinere Würfel und dann passt es auch. Also Kartoffeln, Kartoffeln, Speck machen wir in die Pfanne, schön ausbraten, dann machen wir Zwiebel, wollte der abhauen, der lebt, ha? Dann machen wir unser Zwiebel-Knoblauch dazu, dann haben wir wieder so eine richtig schöne Grundmasse, was wir viele Gerichte ja schon gehabt haben und dann mit dem Ei zeige ich euch, wie das funktioniert. Ja? Also am Schluss wird ja nicht das Ei in die Pfanne reingeschlagen, sondern die Masse kommt zu den Eiern. Das Ganze dann wieder ein bisschen in die Pfanne, aber ich zeige es euch einfach, hätte ich gesagt. Ja, ich schneide jetzt mal hier noch meine Zwiebelchen, schäle noch zwei Knoblauchzehen, schneide die auch, warte, bis unsere Kartoffeln schön goldbraun sind, unser Speck ausgebraten ist und dann, denke ich mal, seid ihr wieder dabei. Ja, doch ein Deal. So, hier schön ausgelassen, die Kartoffeln goldbraun, einwandfrei. Schaut schon mal sehr lecker wieder aus, gell, das Ganze. Zwiebeln rein, Knoblauch rein, lassen wir ein bisschen mit dünsten. So, und jetzt
können wir unsere Eier von glücklichen Hühnern, frisch gepflückt oder wie war das? Gell? Also, heimische Eier, man sieht es aber auch schon an der Farbe. Hä? Sensation. Vom Bauern ist einfach was anderes. Aber am Schluss kann sie schon trotzdem nicht mitessen, wenn man es reinhaut. Ich hätte jetzt dann mal 8, vielleicht 10 Eier reingemacht. Ja? Also für 2 Leute. Ganz bisschen übertrieben, aber ich habe einen relativ großen Käse gekauft. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, einen kleinen Käse kaufen, eine kleinere Pfanne nehmen und dann hätte das gut funktioniert. 2, 4, 6, 7, 8. Hab, wir treffen uns in der Mitte. 9. Ja, eins lassen wir übrig. Ein glückliches Ei. Da kommt der Begriff her. Das glückliche Ei war das, nicht das glückliche Huhn. Salzen, pfeffern. Jeder nach Bedarf. Am Schluss muss schmecken. Creme fraiche mit rein. Dann ist das ein wenig, ja, kriegt einen angenehmen Touch. Sonst früher ist aus der Milch rein. Jetzt ein wenig Creme fraiche. Passt. Einmal schön durchrühren. Wenn das durchgerührt ist. So. Fein. Und jetzt kommt es nicht hier rein, sondern die Masse kommt in unsere Eier. Ja, einmal durch, her, durchrühren, selbe Pfanne wieder nehmen, Butterstückchen rein, wenig verteilen. So, jetzt pass auf. Die Kartoffeln waren ja schon weich, ne? Das ist jetzt der Boden unten drin. Lassen wir jetzt ein bisschen anbraten. Jetzt, dass der quasi nicht durchsackt, kommt nur der Käse um drauf. So. Sag doch mal, Käse ist zu groß. Hä? Die Pfanne ist zu groß. Aber egal, es schrumpft am Schluss. Und somit habe ich auch noch einen Deckel gefunden. Sehr schön. Und schau, gehen wir wieder in ein Bäuschen. Ich mache hier mal noch unseren Frühlingslauch, den streuen wir nämlich dann schön drüber. Das hier lassen wir kleiner Stufe, ich habe jetzt mal auf 5 runtergezogen. Ja? Das muss jetzt schön langsam durchbraten. 8 bis 12 Minuten hätte ich mal gesagt. Und dann ist es fix und fertig, dann stürzen wir das und dann servieren wir. Und dann können wir es entweder gleich essen oder ihr nehmt es mal wieder mit für den nächsten Grillabend oder für die nächste Geburtstagsfeier, wo jeder irgendwas mitbringt. Da ist es ein richtig schönes Mitbringsel, wo echt wieder wie immer lecker schmeckt. Wenn Sie uns über YouTube anschauen, nicht genieren, einfach mal kommentieren. Ja? Kommentare schreiben, ob gut, ob schlecht. Wenn schlecht, ich schaue mir die natürlich an, werde darauf reagieren. Und wer Lust hat, kann gerne mal ein Rezept schicken. Ich probiere es hier. Also kein Schweinebraten in 12 Minuten, haut natürlich nicht hin. Aber wenn Sie gute Rezepte haben, einfach mal schicken. Ich würde mich freuen. Abonnieren, kommentieren, Rezepte schicken. Okay? Gute Viertelstunde war es drauf, ja? Wer schaut noch rein? Schau mal. Feine, feine Geschichte. Hier haben wir noch. Ah, das ist ölig. Ah, das ist der Käse. Feine Geschichte. So, jetzt wünsche ich mir mal. Schau mal, ob das schön locker ist, das gute Stück. Nicht, dass wir eine Riesensauerei kriegen. Ah, Mann, frei. So, geht's? Geht's gut? Geht's nicht gut? Oh. Geil. Fein. Fein. Ha? Lecker. Ja, kann man nicht mehr gern. Der Käse kommt unten schon ein wenig raus. Das war, dass ich den Käse ein bisschen zu groß gekauft habe. Aber, schau her, richtig. Hört ihr das? Richtig fein, knusprig. Mm. Schau mal. Und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Wenn ihr das jetzt kalt werden lasst, dann könnt ihr es heute Abend zu eurer Buddy mitnehmen, ja, wo ihr eingeladen seid. Das sind Essen, da sagen die Leute, wow, wie hast du das gemacht, gib mir das Rezept. Dass das so ein easy going Ding ist, glaubt dir am Anfang kein Mensch. Echt sehr fein. Einzigste, was jetzt hier nicht ganz so schön ist, mir ist der Käse hier rausgeschlossen. Aber, schau mal her, mir kaschieren ein bisschen. Ha? Passt, hätte ich gesagt. Bin zufrieden mit meinem, wie haben wir es genannt?
Kartoffelei mit Käsekern. Feine Geschichte. Ich bin sprachlos, habe mir wieder selber übertroffen. Probiert's aus, rendiert sich mit frisch gepflückten Hühnern, Eiern, Glücklichen, ne, und so weiter. Alles eine Sensation. Bisschen abgekühlt hat's. Jetzt schneiden wir doch mal an. Da seid ihr da draußen genauso neugierig, wie ich neugierig bin. Schau mal, ich habe mir gleich einen Tortenheber geholt. Ah, oh, fein. Schau mal, wie der Käse sieht. Herrlich. Ha? Da unten, das ist Käsesoße hier. Ganz eine tolle Geschichte, herrlich. Also, lecker. Ach, und die Spitze ist auch noch drin. Na, das stellen wir dann später raus. Ha? Lecker, lecker. Wer das immer anschauen möchte, der geht donnerstags einfach mal auf Frankenfernsehen, schaut sich das an. Wer zu neugierig ist und wo im Vorfeld schon ein bisschen mitbabbeln will, der geht am Mittwoch auf YouTube. Und wer es einfach nicht verpassen will, der abonniert uns. Abonnenten sind willkommen, hätte ich gesagt. Würde mich freuen.